Ja, hallo Leute und ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Info oder Let's Talk mit den Koala PvP. Hallöchen. Ja, kannst weiterreden. Ja, Juti, heutige Thema, wie im Titel schon gelesen habe, Windows 9 aka, jetzt heißt es ja Windows 10. Ja, wir beide haben es schon getestet, beziehungsweise er kann jetzt mal die Features im Hintergrund zeigen, denn er hat Windows 10 auf PC. Ja, wir haben hier das Startmenü wieder von Windows 7, neues Design ein bisschen. Ich habe hier meine Kalendereinträge, E-Mail, Projekt Spartana, da kommen wir gleich zu. Ich finde den Namen zu behindert. Spartana, ne? Also ich sage immer Spartana, aber es heißt ja Spartana, ne? Ja? Du bist auch gekommen. Das ist Spartana einfach. Und ja, hier, dass ich ein bisschen aufregt wieder wie Windows 8.1. Hier stehen ganz unten alle Apps. Hier sind meine ganzen Apps hier aufgelistet, die ich früher hatte. Und wieder. Nee, dann hatten wir einmal die Xbox-App. Die starte ich mal. Vielleicht geht das ja. Kannst du was zur Xbox-App sagen? Ich persönlich hatte Windows 10 auch auf dem PC. Für diejenigen, ich kann jetzt mal die Prozessordaten und alles so aus dem Kopf sagen. Und zwar habe ich als Prozessor nennen. AMD FX 8-Kern-Prozessor mit 3,5 GHz von AMD, also mit 3,5 GHz 8-Kern, 2 Quad-Core-Prozessoren, 6 GB DDR3 RAM, ich glaube einer der war von Kingston und der andere von einem anderen Hersteller, den ich nicht kenne, und dazu eine GT 520 Grafikkarte von Nvidia für 30 Euro, 1 GB DDR3 RAM, also 1 GB DDR3 RAM als Videospeicher. Ja, das finde ich, wenn man die Windows-Taste drückt, kommt der Startmenü. Windows 10 habe ich als normales Startmenü. Und es kommt es bei dir flüssig rüber oder ist der Kruckelt so? Also seit dem Update von gestern kam das eigentlich ganz gut an. Ich habe ja gestern ein Update hier runtergeladen von Windows 10, das Juni-Update, das ist das 1030 Insider-App. Und die läuft eigentlich ganz stabil mit meinem i3-Prozessor mit 3,6 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, 2 GB Videospeicher von der Grafikkarte und das läuft eigentlich einwandfrei. Spiele laufen auch gut, soweit GTA 5 noch nicht so weit gut läuft. Ja, kannst du mal den Bildschirm drauf machen, damit ich dir eine Funktion zeigen kann, die du sicherlich noch nicht kennst. Kann ich gerne machen. Weil, ja. So, ich jetzt siehst du das bestimmt. Ja, sehe ich. Dein Monitor ist sehr breit. Ja, mein Monitor. Jetzt drück mal Windows-Taste E. Ja. Gut. Mach das mal klein. So, klein. Hab ich gemacht. Kleines Fenster. Achso, kleines Fenster, okay. So, ne? Ja, und zwar haben sich die Ordner auch verändert. Jetzt sehen die, finde ich, viel besser aus. Ja, ich weiß nicht, wie deine Meinung darüber ist. Also sieht so aus wie bei Windows 8.1, außer wenn ich jetzt auf dieser PC klicke, dass es ein bisschen anders aussieht. Was das Problem ist, was ich nicht benutze, ist das hier. Was? OneDrive, hier siehst du ja, ne? Benutze ich total. Da speichere ich immer meine Sicherheitskopien von meinen ganzen Videos ab. Ja, also dafür, das braucht man. Ich glaube, ich habe da schon 300 GB oder so drin. Ja, also das finde ich nicht so toll, wenn ich das mal. Ey, mach das mal nochmal auf. Was denn? Nochmal Windows das. Bei mir leckt es total, wenn es aufgeht. Ja, jetzt leckt das auch, weil ich gerade Video über. Was hier mache, warte. Muss halt einmal kurz beenden. So. Das geht hier alles einwandfrei flüssig. Weißt du warum? Weil AMD noch nicht so stabil läuft auf Windows 10, sondern nur Intel. Ja, das ist es auch. Und da hat AMD gerade noch so Schwierigkeiten mit Windows. Und deswegen geht auch AMD auch pleite, aber das ist ein anderes Thema. AMD geht pleite, ernster? Ja, wollten die ja, habe ich ja gelesen, dass AMD nicht so weiter so geht. Dass das bald. 2020 soll das Ende sein von AMD.
vielleicht wird das noch so weit. Aber die GTX von Nvidia oder die Intel CPU ist wunderbar, ne? Also kann ich nichts sagen dazu. Ja, du holst ja eine neue Grafikkarte. Und neue CPU. Aber da wird Windows 10 laufen. Windows 7 oder Windows 8.1 wird nicht mehr auf diesem PC laufen. Auch bei Livestreams wird dieses Betriebssystem auch drauf laufen. Ja, ja. Ich hab neu. C ist eine Kombination aus Windows 8.1 und Windows 7. Ja. Und zwar, ich hab die Einzelkaufpreise von Windows 10. Einmal in der Home Premium Edition kostet es in den USA, glaube ich, 119 Euro. In der Home Premium Version in Deutschland für jeweils 129 Euro, wie ich es jetzt im Kopf habe. Und dann kommt der Preis. 179 Euro kostet es in den USA in der Professional Version. In der Version und sowie in Deutschland kostet es sage und schreibe. Der Preis ist behindert. 279 Euro. Ja, ich hoffe, dass die Server von Windows stabil bleiben und nicht so wie bei Windows 8.1, dass die Server überlastet waren und dann kann man es nicht installieren. Das Geile ist ja daran, ich bin ja am 29.07., wenn es herauskommt, Windows 10, das ist ja das Release-Datum für die PCs, bin ich dann nicht bei mir zu Hause, sondern in Berlin bei den Koala PvP. Ja, bei mir. Du schickst mir immer noch kein Foto von dir. Ja, genau. Nee, aber Windows 10 ist eigentlich ein gutes Betriebssystem, läuft wunderbar. Kleine Probleme bei OMSI 2, das ist wirklich so, da gibt es ein paar Grafikfehler, aber die habe ich schon gelöst. Mir selbst habe ich das jetzt gelöst. Und ja, die Ordneranpassung fand ich früher vor der letzten Version besser, muss ich mal wirklich sagen. Die Anpassung von diesen Ordner finde ich nicht so toll. Und ja, soweit, was willst du noch sagen? Windows 10, ich werde versuchen, weil ich bin, also Windows 7, 8.1 User sehen jetzt unten in der Taskleiste so Windows 10 Sachen, da könnt ihr Windows 10 reservieren, heißt ihr bekommt eine Benachrichtigung, sobald Windows 10 draußen ist. Alle, die es natürlich reservieren und, also die Insider Preview haben, hat Microsoft offiziell bestätigt, dass sie das 1 bis 2 Wochen früher bekommen. Ja. Ja. Aber das Problem ist ja noch, wenn ich habe ja den Rechner ja von Windows 8.1 auf Windows 10 ja umgerüstet, dann musste ich jeden beknackten Treiber, muss ich mal wirklich sagen, löschen und dann wieder updaten. Und hier habe ich, hier seht ihr es bestimmt, die GeForce Windows 10 Driver und das läuft eigentlich noch mit Windows 10 noch nicht so stabil. Und Leute von GeForce, bitte bringt ein Update heraus. Das werden die sicher machen und zwar, ja. Jetzt weiche ich ein klein wenig vom Thema ab, aber ist mir so egal. Und zwar ist ja eine neue Grafikkarte entschieden. Das hast du sicher gehört, oder? Die GTX 970 Eichel? Nein. Okay, die habe ich gerade gesehen noch. 89 Ti. Okay. Das ist die verbesserte Version der 89. Ist ja klar. Wer schlau denken kann, es gibt ja die GTX. Also mein Vater hat die GTX 560, 70 Ti. Und das ist ja die verbesserte Version dann wiederum. Und die 89, die hat, die kostet 200 Euro mehr, hat einen höheren Takt, hat mehr RAM, also mehr VRAM und kostet 700 Euro. Bin gerade beim, 589 Euro bekommt man die schon. Bei Amazon für 600 Euro. Ich kann ja noch was sagen, da habe ich ja noch was geschrieben, da haben die was geschrieben auf Chip. Da hat die 6 GB DDR5 RAM drin und ist auch so gut wie die GTX Titan X. Kann sie nicht. Weil die hat 12 GB DDR5 RAM. Ich weiß nicht, ob der Takt da so niedrig ist. Ich werde versuchen, die mir zu holen. Ach, in der Frei so erschreckend ist. Ja, und diese Grafikkarte kann man auch in 4K nutzen. Also wer gerne Videos, zum Beispiel für mich, 4K-Videos gerne rendern will oder hochladen will. Ist das auch ein 4K-Monitor?
Ja. Ich habe aber einen 4K-Monitor. Ich habe keine 4K-Kamera. Grafikkarte. Doch, alle Grafikkarten unterstützen, glaube ich, soweit ich weiß, 4K. Meine nicht, die ist nur Full HD. Und deswegen kam gestern ein Video heraus, das am 1.6. rauskam. Da kam ein Video heraus, 1440p Video. Das war einfach so ein kleines Testvideo, wie die Qualität war. Und das alles mit Windows 10 mit etwa 70 FPS. Habe ich das begrenzt, Minecraft, dass es wirklich läuft? 60 FPS. Ich habe mir ein Video runtergeladen und mit Fraps nachgeguckt, das waren 60. Ja? Ja. Meins oder was? Ja, habe ich nachgeguckt. Ja, oder ich hab's auf, keine Ahnung, ob ich das jetzt auf 70 oder so drauf begrenzt habe. Weiß ich noch nicht, muss ich mir gleich nochmal nachgucken. Ne, aber Windows 10 ist eigentlich ein gutes Betriebssystem für Anwender, die... Also, wenn Windows 10 genauso leckt bei mir, wenn es rauskommt, finde ich Windows 10 ist immer noch der geilste. Betriebssystem kann ich jetzt noch nicht urteilen. Ich hatte es nur einen Tag, da hat es geleckt. Habe ich nach einem Tag wieder runtergeschmissen und hab mir mein gutes altes Windows 7 Professional rausgemacht. Weil ich hab 16. Ich hab 6 GB dran gesagt, nee, ich hatte 16. Weil, ich glaube, eine 8 GB unterstützt die Home-Premium-Version. Es gibt ja auch diese neue Funktion bei Windows 10, die heißt Cortana. Ist in der Stimme. Seit dem 1. Juni ist auch das für Windows Phone draußen. Ich hatte heute früh das Update zu Cortana. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, aber ich versuche es mal anzumachen. Ja, Cortana. Mal gucken. Vorbereitung läuft. Und zwar hat man da so ein Eingabemenü. Ich schreibe jetzt mal Hallo. Hallo Cortana. Hallo. Hörst du das? Ja, aber die hört sich ja sehr höflich an und sehr... besser an die Siri, finde ich. Ich werde jetzt mal Bug-Using betreiben. Do you want a cup of cake? Ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Die Behinderung. Ich hab do you want a cup of cake gesagt. Und da habe ich aus Versehen gesagt, ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Ich weiß es noch immer noch nicht, aber sie wird das noch lernen. Warte. Wie heiße ich? Wie heiße ich? Dein Name ist deine Mutter, Stedea Baba. Okay. Nee, aber wirklich, das wird alles noch so sein und wird alles noch... Ich anders. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Da ist der erste Fehler bei Cortana. Jetzt versuch mal, meinen Namen zu ändern. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwie Interessen, erinnere mich, Musik, suche Einstellung. Ich will gerne bald noch mit dem Koala PvP einen zweiten Teil machen, weil diese Woche kommt noch ein kleines Update heraus und dann werden wir noch mehr Informationen sammeln und das werden wir gemeinsam noch machen, weil wir einfach ein normales Video gemacht haben, wie Windows 10 so aufgebaut ist. Und dann machen wir bald den zweiten Part. Natürlich. Ja. Und zwar habe ich jetzt einen neuen Namen, den werdet ihr gleich mal sehen. Wartet, es dauert kurz. Du kannst so lange weiterreden. Mhm. Ja. Ne, soweit ist am 9.6. wieder das neue Internet da, 50.000er Leitung. Ja, und dann werden alle Videos in 1440p hochgeladen. Soweit bald meine neue Grafikkarte dabei ist, werden ja. Die Videos auch alle jetzt. In... Unterbreche ich dich kurz? Okay, oh, jetzt. 4K? Jetzt habe ich einen neuen Namen. Okay. Wie heiße ich? Du bist Koala PvP, deine Mutter Stiboskelette Abdi. Du bist Koala PvP, der Boschi Let's Up die Style. Oh mein Gott. Nein, aber was ich noch sagen will, dass die Videos dann auch bald in 4K gedreht werden und dann wird der Koala PvP mir auch noch helfen, weil er muss mir noch ein neues Intro machen, wegen dem Technik-Vlog. Da muss der mir noch helfen. Technik-Vlog. Stimmt, ich hatte so eine Idee, dass ich so eine Grafikkarte zersplittern lasse.
Würde das gehen? Aber da reden wir privat drüber. Nee, darf ich was sagen? Ja, mach das. Soll ich das mit der echten mal machen? Die neueste GTX-Grafikkarte ist auf dem Boden. Nee. Ja, okay. Wir machen den zweiten Part, machen wir am 9.6. Ja. Also in 7 Tagen. 9.6. genau in 7 Tagen. In 7 Tagen ist es soweit, da streamst du da? Nee, in 7 Tagen kommt erstmal mein neues Internet und dann werde ich das alles hochladen. Ja, also sehen wir uns am 9.6. wieder. Tschüss.